Naja, den größten Vorteil habe ich halt noch gar nicht gesagt. Und zwar ist es so, dass ich nach diesen 5 Jahren eben nicht nur meine Matura habe, was eben das Abi ist in Deutschland, sondern ich habe auch einen fertig ausgebildeten Beruf. In der letzten Folge von New Super Mario Bros. U Deluxe. Im Bum Bum Tower haben wir mit einem Thema begonnen, welches sich über den ganzen restlichen Part gezogen hat. Und zwar, welche Probleme die 2D Marios genau haben im Vergleich zu zum Beispiel Donkey Kong Country Tropical Freeze als 2D Jump'n'Run. Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut euch den letzten Part an. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir starten heute mit dem Level vor dem Schloss, wo Morten auf uns wartet. Also, los geht's in Lakitus Garten. Ja! Also, wir haben hier natürlich wieder ganz viel Spaß in der Wüste und ich habe mir jetzt hier auch mal ganz kurz spontan wieder ein Thema überlegt, das mir in die Kommentare geschrieben wurde, was ich denn heute so Bock hätte zu besprechen. Ja, sagen wir mal so. Und seit wann wirft dieses Ding keine Dinger? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, diese Stachis. Seit wann wirft der Lakitu keine Stachis? Das ist ganz, ganz komisch. Was ist hier los? Keine Sternenmünze für mich? Nee. Keine Sternenmünze für mich, schade. Ja. Alter, wer das Video sieht, hält mich halt auch instant für behindert. Das ist der Hammer. Ja, und zwar würde ich heute ganz gerne über das Thema Schule, Stress, Noten und so weiter und so fort sprechen. Ja, wie die meisten von euch wissen, oder naja, nicht die meisten, das wissen tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viele. Aber ich denke, einige von euch wissen es halt. Ich komme ja aus Österreich, ja, das dürften die meisten noch mitbekommen haben, dass ich aus Österreich komme. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ja, und wir in Österreich haben natürlich ein bisschen ein anderes Schulsystem als ihr in Deutschland. Die meisten von euch kommen ja aus Deutschland, deshalb beziehe ich das jetzt mal auf Deutschland. Wir haben hier ein bisschen ein anderes Schulsystem, sage ich jetzt mal. Ja, ich gehe zum Beispiel nicht auf irgendein Gymnasium, auf eine Realschule oder was weiß ich was. Ich gehe in eine HTL, was ja eine Kurzbezeichnung ist für eine höhere technische Bundeslehranstalt. Und der große Vorteil daran ist, dass ich zwar 5 Jahre in dieser Schule sitze, das heißt, ja, mein Schulleben ist beendet mit der 13. Schulstufe. Ich komme aus der Schule, wenn ich 19 bin. Ich bin derzeit in der 12. Schulstufe. Bei uns nennt man es ja tatsächlich nicht 12. Schulstufe, sondern bei uns nennt man das Ganze, ja, wir haben die Volksschule, die geht von der 1. bis zur 4. Klasse. Ja, bis von der 1. bis 4. Dann geht es bei uns eben in die Hauptschule oder ins Gymnasium. Bei uns ist es allerdings eine Hauptschule, beziehungsweise inzwischen heißt es ja neue Mittelschule. Bei uns ist das nicht sowas wie in Deutschland. Ja, in Deutschland ist dann die Hauptschule das Schlechteste, was es überhaupt gibt. So ist das bei uns nicht. Ein Gymnasium ist auf jeden Fall nochmal besser als eine Hauptschule, keine Frage. Aber ist jetzt auch nicht so, als wäre das das Schlechteste auf der Welt bei uns. Ja, auf keinen Fall. Also ich bin hier auf einer der besten HTLs in Österreich und komme ganz gut klar. Bin noch nicht durchgefallen, ja, musste noch kein Jahr wiederholen, also das ist ganz nice. Ja, die Sache ist natürlich gleich mal vorneweg, ich rede jetzt eventuell, wenn es um Noten geht und so, immer von Fünfen. Bei uns ist die 5 das Schlechteste, was es gibt. Ja, nur so als Information. Bei uns ist die 5 das Schlechteste, was es gibt. So, tryen wir mal ganz kurz, dass der Typ sich ein bisschen verpieselt, ja. Ich will hier nämlich zum One-Up-Haus, denn hier haben wir einen Kommentar von Martin. Ich würde dir bei One-Up-Häusern empfehlen, unten zu sein. Ich bin damit sehr erfolgreich, schreibt er. Dann testen wir das doch mal, ob du recht behältst. So, zur Schule. Wo war ich? Noten, genau. Bei uns ist 5 das Schlechteste. Bei uns ist halt eine 5 bis 50%. Ich wollte unten bleiben. Eine 5 ist halt 49%, ne? Ich bin irgendwie nicht so gut hier unten, ne?
Also irgendwie so. Ja, lüll. Ich glaube, ich bin gerade mehr negativ als positiv. Ja, zum Glück bin ich in der Schule mehr positiv als negativ. Wow. Oh no. Ich glaube, wir könnten relativ auf die Null... Na, wir sind im Minus. Wir haben niemals mehr One-Ups bekommen. Nein. Okay. Naja, bei mir hat es irgendwie nicht so ganz hingehauen, aber ist wahrscheinlich auch Übungssache. Aber danke für den Tipp, Martin. So. Also, bei uns ist eine 5 das Schlechteste. Bei uns gibt es keine 6 oder irgendwas. Allerdings ist es bei euch ja, glaube ich, auch so in Deutschland, dass die 5 und die 6 beides negativ ist. Ne? Also, nicht ausreichend. Bei uns sind die Notenbezeichnungen ja auch ein bisschen anders. Nicht viel, aber ein bisschen. Und bei uns ist es halt so, eine 5 geht von 0 bis 49% und ab 50% ist es dann eben eine 4 und gleichzeitig damit ist dann der ganze Shit auch positiv. Ja, weiters würde ich sagen, es ist stressig in der Schule bei mir, weil die Lehrer fordern wirklich nicht wenig. Ja, wir haben in unserer Schule halt einen, ja, doch schon ziemlich hohen Bildungsstandard. Ist halt vor ein paar Jahren tatsächlich die beste, eine der besten Schulen ganz Österreichs gewesen. Und da ist halt dann die Sache, ja, muss auch irgendwo herkommen. Ja, liegt halt dann daran, dass man eben... Ja, ich sag mal so, es kommen nicht alle Leute durch. So ist es nicht. Also am Schluss kommen wirklich nur die Leute durch, die auch wirklich was drauf haben. Die wirklich was in der Birne haben. Also jeder Vollidiot kommt da nicht durch. Also da könnt ihr euch sicher sein. Ansonsten... Tests und sowas, ne, ist stressig alles. Ich meine, ich merke es ja auch bei euch, wenn ich mal wieder auf dem Discord oder so lese, ja, ihr habt auch so viel Stress in der Schule. Ja, I feel you. Bei mir ist es nicht besser. Ich versuche dann halt nebenbei noch das ganze YouTube-Ding hier zu stemmen. Haut auch meistens ganz gut hin. Ich bekomme zwar manchmal einen Stress, aber an sich sind meine Noten voll okay. Und ich bin sehr zufrieden mit meinen Noten. Könnten manchmal vielleicht besser sein. Aber ich mache das YouTube-Ding ja einfach super gerne. Und seit letztem Jahr habe ich tatsächlich so gute Noten wie schon seit längerem nicht mehr. Und ja, da bin ich sehr zufrieden. Ich war ja tatsächlich jemand, der in der Hauptschule... Achso, ich war noch nicht fertig mit dem Thema, ne? Ja, bei uns ist es halt so, dass die Volksschule 1. bis 4. Schulstufe ist. Dann Hauptschule 4. bis 8. Oder neue Mittelschule halt jetzt. Ich bin noch in der Hauptschule gegangen. Dann ist es umgestellt worden auf neue Mittelschule. Das ist dann eben die 5. bis 8. Nur fängt sie bei uns wieder bei 1. an. Also 1. Volksschule bis 4. Hauptschule. 1. Volksschule bis 4. Volksschule. 1. Hauptschule bis 4. Hauptschule. 1. HTL bis 5. HTL. Wir nummerieren das nicht durch von 1 bis 13. Naja, den größten Vorteil habe ich halt noch gar nicht gesagt. Und zwar ist es so, dass ich nach diesen 5 Jahren eben nicht nur meine Matura habe, was eben das Abi ist in Deutschland, sondern ich habe auch einen fertig ausgebildeten Beruf. Ich bin in einer HTL, die spezialisiert ist auf Elektronik und Informatik. Und ich bin eben auch, ich könnte auch Mechatronik und sowas machen. Also... Ja, Elektronik, Mechanik vereint, Maschinenbau, so Zeug, ne, gibt's auch, aber ich bin, hab mich halt eher für sowas interessiert, mit dem Schwerpunkt Mediendesign, bin ich tatsächlich, und ja, dann machen wir halt natürlich die Grundsachen der Elektronik, natürlich die verschiedensten Schaltungen, die verschiedensten Bauteile, denn wenn ich fertig bin mit der Schule, bin ich ein gelernter Elektroniker. Ja, ich könnte sowohl als Elektroniker irgendwo anfangen, ich steige mit dem vollen Gehalt ein. Ja, ich bin nicht irgend so ein Typ, der erst noch 3 Jahre lang sein Gehalt steigern muss, weil er als Azubi anfängt. Ist tatsächlich nicht so, ich bekomme tatsächlich gleich das volle Gehalt oder fast das volle Gehalt halt, was ein normaler Arbeiter auch bekommen würde, wenn er bei der Firma anfängt. Und... dafür setze ich mich halt doch ganz gerne 5 Jahre in diese Schule. Und ich muss mal kurz sagen, dieser Kampf war eigentlich viel besser als die bisherigen. Also der Kampf war wirklich nicht schlecht. Hatte auch ein bisschen Challenge dabei.
So, ja, das ist halt der große Vorteil und ich habe eben auch den Zweig Mediendesign, das heißt, ich habe halt natürlich in der Schule Grundkenntnisse über Videoschnitt, über Photoshop, also Designing, Webseitenprogrammierung, generelle Programmierung und sowas, weil das eben mein Fachschwerpunkt ist. Programmieren vor allem haben wir 2 Stunden in der Woche. Letztes Jahr waren es noch 3. Geht jetzt ein bisschen zurück, aber dafür spaltet sich das ein bisschen auf. Dann haben wir nochmal ein extra Fach, wo wir Datenbanken programmieren. Ein extra Fach, wo wir Java programmieren. Ein extra Fach, wo wir HTML, CSS, JavaScript, SQL, nicht SQL, PHP und sowas machen. Ist natürlich alles nur sehr oberflächlich, muss man sagen. Minzmeer. Ey. Ja, Leute, lasst uns als erstes ins Minzmeer gehen. Ja, da würde ich sagen, weil damit wir die Wasserwelt hinter uns haben. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wo ich war. Mensch, ey, ich lasse mich so schnell ablenken. Also, einfach nochmal kurz zu sagen, ich gehe wirklich gerne in die Schule und es wird was gefordert, keine Frage. Aber ich bin zum Glück jemand, der sich relativ einfach tut beim Lernen. Wenn es einigermaßen logisch ist, wenn es nicht logisch ist, dann wird es manchmal kritisch. Ja, oder wenn Lehrer manchmal halt einfach was nicht gut erklären, gibt es auch. Ja, das kennt, glaube ich, jeder von euch. Das ist dann halt problematisch und da kann man halt selber dann auch nicht so viel machen. Aber ich hatte natürlich in den ersten Jahren doch Probleme, weil es ja doch ein Umstieg ist von der Hauptschule auf eine HTL eben. Ja, da ist halt dann das Problem, dass das natürlich ein ganz anderes Leistungsniveau ist. In der Hauptschule immer nur 1 gehabt, also von der 1. bis zur 8. hatte ich im Zeugnis immer nur einen Schnitt von 1,0. Ja, und dann gleich erste Mathearbeit in der neuen Schule gleich mal eine 5 rausgehasselt. Ey, ich war so fertig mit den Nerven. Ich dachte mir so, alter Falter, was hast du dir angetan? Aber inzwischen bin ich wirklich froh, dort zu sein. Ich gehe wirklich gerne dort zur Schule. Und ich habe nichts gegen Ferien, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich in der Schule bin. Echt nicht. Und ja, so viel zu dem Thema einfach. Ich glaube, das ist nicht bei jedem so, dass es so gerne in die Schule geht. Ich habe wirklich nichts dagegen. Die meisten Lehrer sind auch super chillig, vor allem in den späteren Jahren. In den ersten Jahren ist es tatsächlich so, dass manche Lehrer noch relativ, ich würde tatsächlich fast sagen, asozial sind. Einfach weil sie, vor allem in den ersten beiden Jahren, würde ich sagen, sind sie relativ asozial noch, weil sie da halt so viele Leute wie möglich rausschmeißen wollen. Ja, da filtern sie dann halt, da merkt man einfach richtig, wie die Lehrer einfach rausfiltern. Die Lehrer filtern richtig krass raus. Das merkt man. Und umsonst liegt da kein Powerblock. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und irgendwie seit der 3., jetzt bin ich ja in der 4., seit der 3. ist alles viel chilliger. Die Lehrer sind viel chilliger. Aber trotzdem noch bei der Benotung natürlich noch streng. Aber im Unterricht halt trotzdem, man kann sich mal den einen oder anderen Spaß erlauben, wenn es nicht zu weit geht oder irgendwie sowas halt. Man kann sich gut mit ihnen unterhalten und alles. Also unser Klassenvorstand ist auch super. Kann man sich auch überhaupt nicht beschweren. Oh nein, Mopsy. Oh, dude. Ja gut, dann kommen wir mal ganz kurz zu Mopsy. Ich habe ja auch tatsächlich noch einen Kommentar zu den Cooperlingen von NoFame. Die Cooperlinge kriegen auch alles in den Rachen geschoben. Sie haben Luftschiffe mit ihren eigenen Antlitz drauf. Ist halt echt so, Alter. Aber der eigentliche Kommentar ist, man musste nicht alle Münzen sammeln bei dieser einen Challenge, wo es eben um Münzen ging. Denn wenn man einen Spin-Jump macht, dann bekommt man auch Münzen. Und da danke ich dir wirklich recht herzlich für diese Info, NoFame. Das wusste ich nicht, dass man für Spin-Jumps auch, dass man für Spin-Jumps eben auch Münzen bekommt, genau. Also, vielen Dank für diese Info. Okay. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Das heißt, wir schmeißen mal ganz kurz die Superkrone weg. Ja, zum Schulsystem ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Tests sind natürlich stressig. Aber in letzter Zeit habe ich halt tatsächlich nicht so viele Probleme. Ich hatte schon mal mehr Probleme. Ist tatsächlich so.
Ich hatte Zeiten, wo ich wirklich gestruggelt habe, nicht durchzufliegen. Also jetzt nicht super knapp oder so, aber es gab halt schon Zeiten, da hatte ich dann am Ende halt so, ja, 1 bis 2 Fünfen oder stand ich halt kurz vor 1 bis 2 Fünfen. Und das ist dann halt schon kritisch. Und jetzt haben wir nur Bronze geschafft? Really? Aber ich habe es bisher immer geschafft, weil wenn man eine 5 hat im Zeugnis, dann ist es ja so, dass man im Herbst die Möglichkeit auf eine Nachprüfung hat, wenn man in die nächste Klasse geht. Wenn man die nicht schafft, dann hat man noch die Chance auf eine Klausel. Das heißt, dass du trotz der 5 einen Freifahrtsschein sozusagen bekommst und trotzdem in die nächste Schulstufe aufsteigen darfst. Ja. Und hier dürfen wir nicht zu viele Münzen einsammeln. Ich habe mich absichtlich umgebracht übrigens. Wir dürfen gar keine Münze einsammeln. Okay, 0 Münzen, alles klar. Also, ihr merkt schon, ist nicht... Das war nicht Absicht. Ist nicht ganz easy immer, aber ich bekomme es mit der Schule gut hin. Ich würde es nicht hinbekommen, wenn ich sonst noch großartig irgendwelche Freizeithobbys hätte. Habe ich aber nicht. Und genau aus diesem Grund kann ich diesem YouTube-Hobby auch so nachgehen, wie ich es mache. In diesem Ausmaß. Sonst würde das niemals funktionieren, wenn ich denn wirklich irgendwelche großartigen Freizeitaktivitäten hätte. Würde nicht klappen. Aber so funktioniert es ganz gut. Ich mag das super gern und ich mache das super gern. Ist halt so. Also, wenn ihr noch irgendwas zum Schulthema wissen wollt bei uns in Österreich, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich greife das gerne in einem zukünftigen Part nochmal auf und beantworte eure Fragen zu dem ganzen Schulthema, wenn sich da irgendwelche Fragen ergeben haben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für den heutigen Part erstmal durch, oder? Oder sollen wir noch eine Herausforderung machen? Ah, komm. Machen wir Lakitus Wolke zum Vermieten. Das geht doch. Machen wir das noch schnell. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ich beantworte sie super gerne. Das war richtig scheiße. Ich hätte früher springen müssen. Ja, und übrigens auch danke. Ich habe ja schon öfters jetzt gehört in den Kommentaren, dass euch das sehr gut gefällt, dass ich diese Challenges einfach so mit einbinde in das Let's Play. Weil Domi und sowas, die überlegen halt da, ob sie nicht extra Folgen machen. Habe ich tatsächlich auch am Anfang. Ob ich die nicht irgendwie... Ja, lol, 129 nur. Ob ich nicht am Ende des Let's Plays dann halt so Special-Folgen mit Challenges machen soll. Habe ich mich im Endeffekt dagegen entschieden und mache das jetzt eben so, dass ich immer, wenn noch Zeit ist und ich denke, ich bekomme kein ganzes Level mehr rein, mache ich halt einfach noch so 2, 3 Challenges. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Und so komme ich auch immer auf eine schöne gleichmäßige Minutenanzahl, genau, das war das Wort. Okay, Leute, ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.